den ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger, dem Ex-Generalsekretär Horst R. Schmidt und dem früheren FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey droht demnach eine Anklage wegen schwerer Steuerhinterziehung. Die Verfahrensbeteiligten sind hierüber von der Staatsanwaltschaft nicht informiert. Ein Abschluss vom R ist den Verfahrensbeteiligten bislang nicht bekannt gegeben, teilte Zwanzigers Rechtsanwalt Hans-Jörg Metz am Samstag mit. Es muss also erneut davon ausgegangen werden, dass Staatsanwaltschaft ihre Akten nicht unter Kontrolle hat. Erneut ist es zu Verletzungen der Geheimhaltungsverpflichtung gekommen. Vor der Heim-WM 2006 hatte das Organisationskomitee 6,7 Millionen Euro an den Weltverband FIFA gezahlt. Der Betrag wurde auf ein Konto des ehemaligen Adidas-Chefs Robert Louis Dreyfus weitergeleitet. Der damalige WM-UK-Chef Franz Beckenbauer hatte seinen Deal eingefädelt. 3 Jahre zuvor war gleiche Summe über ein kompliziertes Konstrukt, an dem Beckenbauer offenbar maßgeblich beteiligt war, an den ehemaligen Skandalfunktionär Mohammed bin Hammam in Katar geflossen. Nach Bildinformationen gehen Steuerfahnder davon aus, dass der Deutsche Fußballbund DFB mit der Zahlung 2005 ein Privatdarlehen von Dreyfus an Beckenbauer ausgeglichen und später unrechtmäßig als Betriebsausgabe geltend gemacht hat.